Die Kinderimpfungen für 5- bis 11-Jährige haben in Deutschland begonnen. Das niedriger dosierte Präparat von BioNTech ist von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden. Kinderarzt Michael Achenbach erklärt: Seit Monaten immer mal wieder die Bitte, oh, setzt unser Kind auf eine Liste, falls es losgeht, dass wir mit dabei sind. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen quillt unser Telefonmanager mit Anfragen über. Die Ständige Impfkommission empfiehlt insbesondere Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung aber auch alle Kinder geimpft werden. Wir stehen auf der Liste mit den Kindern unter 12, weil wir sind alle schon geimpft, bis auf unser Jüngster halt. Und zum Schutz, er möchte selber auch. Und dann haben wir ja gesagt, gut, machen wir auch. Außer in Arztpraxen sind auch in Impfzentren Kinderimpfungen vorgesehen. In Berlin beispielsweise wird auch im Naturkundemuseum und im Zoo geimpft.